Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der On the Hills Map zusammen mit dem Bendodan. Hallo David und hallo in der Folge 9901 oder 1. 991 und bei dir ist es die 97, ne? Richtig, bei mir ist die Folge Nummer 97. Ich habe mir schon lange überlegt, wie wir das anstellen. Dass wir auf denselben Nenner kommen? Ja. Ich habe schon überlegt, ob wir mal irgendwie 3 Bonusfolgen bei dir machen oder ob du einfach mal 3 Nummern überschlagen solltest. Oder einfach 3-mal aufnehmen ohne dich. Ja, genau. Dann komme ich wieder und alles ist ganz anders als vorher. Genau, alles ist gepflügt, alle Felder sind zusammengepflügt, über den Hof ist gepflügt. Genau, wir haben 8 Felder mehr. Ja, genau. Endlich mal Häcksler steht da, 100 Schweine im Stall. Ja. Hat mal einer 3 Folgen Gas gegeben, ne? Ja, genau. Einfach mal 3 mal 15 Minuten in die Hände gespuckt. Ja. Mal richtig nie Luft geholt, sondern mal ein bisschen mal locht. Ja, genau. Einfach mal nicht hier so ein bisschen Traktor fahren, sondern mal richtig gearbeitet. Obwohl ich irgendwie den kleinen New Holland total niedlich finde. Ich finde ihn irgendwie geil. Mir gefällt der. Ja, der hat schon was. Das ist doch der T5, ne? Den du jetzt meinst. Der T4. Ah, den ganz kleinen meinst du? Ist der T5, 120. Ah, ich dachte, du redest schon über den wir gar nicht haben. Ja, über den imaginären. Ja, der T4 ist ein bisschen sehr klein. Aber der T5 ist doch auch der auf unserer Abschussliste steht, ne? Ja, das ist der, wo uns leider verlässt. Weil ich würde zwar eigentlich gerne den anderen wegschießen, aber den kriege ich leider nicht weg. Welchen meinst du jetzt? Den Case. Ja, wir brauchen halt, oder wir rüsten den New Holland um auf Pflegebereifung. Nee, der New Holland hat, ich glaube, die haben einen PS-Unterschied von 30 PS oder so, die zwei. Ja gut, dann. Wir werden sicher irgendwann für die New Holland Fans unter euch wieder einen New Holland kaufen. Aber der kleine T5 wird auf Dauer, also ja, ihr müsst euch jetzt nicht denken, okay, nächste Folge ist der weg, ne? Wir müssen erstmal das Geld, die 250.000 für den Ersatz quasi bekommen. Also der wird quasi für Godens Puma wird der das Spielfeld verlassen. Ja, vorausgesetzt, es wird wirklich ein Puma, aber das ist, denke ich mal, zu 70% oder so fest. Außer es kommt irgendein schöner Mod, der mir richtig gut gefällt. Manche haben auch gesagt, so Richtung John Deere 7R. Würde mir auch gefallen, aber eigentlich hätte ich gerne einen Puma. Oh, John, ich weiß nicht, ich habe noch nicht wirklich so einen kleinen, schönen John Deere gefunden, also der so 240, 260 PS hat. Der 6R, den es da gibt, der ist zwar, ich weiß nicht, der gefällt mir nicht. Also, wenn ich im Traktor sitze, ja, und ich auf die Motorhaube und die sieht irgendwie nicht schön aus, dann habe ich irgendwie keinen Spaß dran, den Traktor zu fahren. Welche John Deere ich ja geil fand, war sowas wie der 8360R im LS13. Ja. Das waren die geilen. Ja, ich meine, die ganz großen, die 8R, die sehen ja wiederum richtig cool aus. Da gibt es ja richtig schöne Modelle. Ja, die haben so richtig schöne, langgestreckte Hauben. Oh. Ja, und die so runtergeht auch, ist das, ne? Ja. Gut, das ist wieder was ganz anderes. Ist halt auch eine andere Größenklasse. Ja. Aber bis wir da sind. Bis dahin haben auch definitiv mindestens 100 Schweine. Aber das wird auch anstrengend, alle Tiere zur selben Zeit zu versorgen. Ich glaube, ganz ehrlich, Schweine, die schiebe ich mir. Also ich würde sie gerne schon machen, aber bis wir die wirklich machen können und machen sollten, wird noch viel Zeit vergehen, weil das ist so hart. Du musst die im Endeffekt 12 Tage oder was versorgen können für jedes Jahr und nicht immer nur 3 Tage. Vor allem, ich würde Schweine erst dann machen, wenn wir halt zur Not auch Schweinefutter kaufen können, um das irgendwie aufrechtzuerhalten, wenn wir fehlkalkuliert haben oder so. Ja. Da würde ich lieber eher auf Kühe gehen, weil wenn du Kühe für Silage für Kühe machst, dann kannst du auch Silage für die BGA machen. Und wenn die mit der BGA-Extension dann die ganze Zeit permanent Geld bringt, dann kannst du auch zur Not mal teure Schweinefutter einkaufen. Ja. Aber mal schauen. Das ist alles noch so viel Zukunftsmusik. Vorher fährst du auf jeden Fall schon ein Optum. Ein Optum, ja, mal schauen, welche Klasse wir dann so machen. Ich merke das jetzt zum Beispiel auf der Stammbach. Ich weiß nicht, wie dein Plan da ist auf deinem Server. Aber ich habe das Gefühl, da geht es eher so der Trend in die Richtung, dass du bei 200 und PS endest. Aber dafür dann halt viele davon hast für jeden.
Weil wenn du da mal mit einem 900er rumfährst oder mit einem Magnum, ja, ist schon eng. Ja, also wir spielen jetzt Stappenbach so, dass wir drei Höfe belegt haben. Den Kuhhof, da spielt Olli und Lukas und ich. Wir haben ganz normal die Milchkühe. Dann haben wir einen anderen Hof, da sind auch wieder drei Mitspieler dabei. Die spielen dann Rinderzucht. Und wir haben einen Hof mit Skipper und Jan Niklas und wer ist der dritte? Ich hab vergessen. Wer ist der dritte bei den Schweinen? Ah, Fried. Genau, und die spielen halt Schweinemast, die normale. Und die haben jetzt Traktoren zwischen 165 PS und... Ja, genau, 100... Ne, die haben alle eigentlich Traktoren um die 165 PS. Und das geht eigentlich ganz gut. Wir wollen natürlich da Gas geben. Alle haben so 7, 8 Felder. Ne, oder 6, 7 Felder. Und der Server läuft halt auf 1. Und wir haben pro Saison nicht nur 3 Tage, sondern 6. Ja. Oh, und ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt gestern den Server aufgesetzt. Also am 27. Und das ist noch ganz frisch. Ist noch ganz frisch. Und am Freitag wollen wir die ersten Aufnahmen da drauf machen. Ich habe noch ultra Vorlauf. Deswegen kann ich jetzt über die Stappenbach auch reden. Von der Winsbach habe ich noch ultra viele Folgen. Aber bis Folge hier erscheint, ist auch die Stappenbach-Folgen draus. Ja, es sind ja doch noch 2 Wochen hin, haben wir ja gerade. Ja, genau. Ich glaube, ich habe noch 9 Folgen Winsbach und der Rest ist dann schon Stappenbach. Ja, und da, wie gesagt, habe ich jetzt mal einen Server geholt mit 10 Leuten, für 10 Personen. Und ich suche also da immer noch Mitspieler. Obwohl sich letztens jetzt ein paar Stück gemeldet haben. Mal wieder unter meiner Folge, weil ich ganz nett finde. An dieser Stelle möchte ich dir auch mal noch gerade Danke sagen. Mir? Dass ich den TS hier mitnutzen darf, weil ich habe ja keinen eigenen. Ach so, ja. Sondern ich nutze ja den von David mit auch für meine Aufnahmen. Und vielen Dank dafür. Oh, kein Problem. Steht ja eh. So, ich gehe mal eben den Steier wieder fit machen für die nächste Saison, sprich Saat gut einmal auffüllen, Tank voll machen, ab in eine Scheune und dann kommt unser kleiner Roggen. Das ist, glaube ich, ne, was wir verkaufen wollten. Hafer. Hafer, ne? Die beiden habe ich irgendwie immer, weil sie extern dazu sind. Ne, dann. Ja, Hafer ist das, wo das Korn so einzeln hängt und Roggen ist das, wo aussieht wie Gerste mit den Haaren dran. Okay. Ich muss ja aber sagen, ich bin noch echt scharf auf neue Felder, ne? Ja, schon. Aber mal auch jetzt ein richtig großes wäre cool. Obwohl ein richtig großes, das ist auch blöd. Dann hast du wieder nur ein Feld, wo du ansäst, dann ist wieder rum. Oder gut. Ja, Feld 35 wäre halt echt so. Generell so, dass wir diesen Mittelpunkt der Karte mal ausfüllen. Also 34, 24, 35, 33. 35 ist schon mega. Das wäre mit Abstand das größte Feld. Aber das kostet wahrscheinlich auch richtig Kohle. Ja, es kostet 300.000, 400.000. Das ist schon eine gut überlegte Investition auf jeden Fall. Ja, obwohl die 22 eigentlich wahrscheinlich besser ins Budgetplan geht. Der kostet wahrscheinlich so knapp 100.000, die 22. 22? Wo ist denn die? Die ist neben der 6. Ja, weiß nicht. Das ist aber wieder so eine Größe. Ich habe irgendwie Bock auf ein bisschen was Größeres. Muss ich sagen. Weil da hast du dann wieder mal so ein Feld, wo du Meter machen kannst. Ja, okay. Also, muss halt der Geldbeutel muss es halt hergeben. Ja, wir verkaufen jetzt erstmal Hafer. Dann schauen wir mal. Gut, wir brauchen auch noch ein bisschen Geld für die Tiere. Dann ist noch die interessante Frage, ob wir jetzt über einen Tag hinweg... Oh, das könnte man eigentlich mal eben nachschauen in der Statistik. Fahrzeugeübersicht, Finanzen. Was machen wir denn am Tag so minus? Betriebskosten, Fahrzeuge, 3.600. Hey, David, warte mal noch mit Verkaufen. Seit ich das eben letztens dafür gesagt habe, mit dem Preis erhöht, wenn wir spielen ja auf 1... Der Preis um 30 Euro je 1000 Liter hochgegangen. Wie lange geht die Nachfrage noch? Das ist keine Nachfrage. Das ist einfach nur ein hoher Preis. Das ist keine. Wenn es eine hohe Nachfrage oder wenn es eine Nachfrage gibt, ist der Preis blau. Und das ist einfach nur ein guter Preis. Okay. Dann spuren wir mal bis 15 Uhr oder so, würde ich fast sagen. Ja, mach mal. Wie gesagt, du siehst ja, sobald der Pfeil weggeht bei Hafer und der geht runter. Der Preis beim Bahnhof. So, 14 Uhr,
Preise. Boah, der ist jetzt bei 1745. Das ist ein guter Preis. Ein sauguter Preis ist das sogar für Hafer. Ja, das Zeug muss weg für den Preis. Ja, auf jeden Fall. Hau alles raus. Ich spule, glaube ich, bis 17 Uhr. Ja, du musst gucken. Hör mal kurz bitte auf zu spulen. Du musst immer wieder dazwischen anhalten. Ja, immer zur vollen Stunde aber nur, oder? Ach so, das ist ja nicht mehr so wie früher. Nee, der ist permanent am Hoch- und Runtergehen. Bei mir nicht. Bei mir ist er jetzt bei 1782. Mit anderen Worten, wir spulen noch ein bisschen, dann musst du zwischendurch... 1782, ja. Ja, obwohl, jetzt ist er langsamer. Eben ist er bei der 1 Stunde über 100 Euro hochgegangen, jetzt nur noch 20. Aber machen wir mal 16 Uhr und gucken dann nochmal. Ja, okay. Oh, 16 Uhr durch. 1804. Also noch steigt er. Ja, er geht immer noch hoch. Warte, ich guck mir mal ganz kurz die anderen Preise noch an, was da so passiert. Ah, das ist ja schon Geld am Ende. Wenn man sich das mal so überlegt, ne? Ah ja. Machen wir schon sechsstellig. 86 mal 2000 Euro fast, ne? Oh. Nee, guckst du nochmal? Achso, Moment. Hör auf zu spulen, der Fall nach oben ist weg. Wir haben 1810. Das ist jetzt Höchstpreis. Okay. Dann verkaufen wir die ganze Geschichte, die ganze Chose hier. Ja. 21.000 Liter kannst du immer mitnehmen, gell? 21.000, ja. Wenn du später Lust hast, kannst du noch mit dem Kleinen mitfahren. Mit Brandner und dem... Also fährst du mit den beiden Brandner-Hänger? Haben wir zwei davon? Nein, wir haben einen Drehschimmel und einen den Einachser, den 9000 Liter Anhänger. Nee, ich nehme nur den Drehschimmel. Wenn du später Lust hast mitzuhelfen, kannst du dir nochmal für eine Fahrt den Kleinen schnappen oder so. Später. Du, ja gut, ich muss noch einmal hoch, einmal runter, dann bin ich fertig endlich. An welcher Verkaufsstelle war das nochmal? Bahnhof. Da konnte man aber verkaufen, das war nicht die eine, die ein bisschen gesponnen hat, ne? Hat keine gesponnen bisher, wir haben noch nur einmal bisher verkauft. Ach, da verwechsel ich das gerade. Bahnhof ist rechts oben in der Stadt, ne? Ja. Oh, schön, ne? Kriegen wir mal ein bisschen Geld raus. Kann das sein? Was? Ah ja, stimmt, wir machen ja Plus durch die... Ja, jede Stunde 300 Euro oder was? 125. 100, oder 150. Oder 150, sowas, ja. So war das, ja. 3000 irgendwas am Tag. Ja, nachher kommen einmal die Fahrzeugkosten, die abgehen. Aber das sind auch... Also das ist ziemlich genauso viel, wie die Solarzelle bringt. Ich habe gerade nachgeguckt. 3,5 bezahlen wir ungefähr am Tag für unsere Fahrzeuge. Super. Also die reinen Spulkosten sind gedeckt, sag ich mal. Schon ganz gut. Ah, übrigens, wir können doch noch was machen, David. Was denn? Dann haben wir doch noch. Was haben wir? Wir haben doch noch die Wiesen zu machen. Ja. Ja, scheiße. Ja. Bin ich nicht ganz so begeistert von. Muss ich gestehen. Ja, wir können ja gucken. Also ich würde eher sagen, ich und mein Holz. Ach, das Lied habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Ich glaube, da müsste ich hier mal wieder... Das war auch nur so ein ganz kurzer Hit, ne? Obwohl, der ist doch hier auf dem einen Kanal, der vom Spiel aus eingestellt war, beim Webradio ist doch das eine Lied hoch und runter gelaufen. Den habe ich noch nie angemacht, weil ich Angst hatte mit GEMA und so. Achso, ja okay, aber manchmal spielt man ja gerade und nimmt nicht auf. Ja, aber ich habe das einfach nie aktiviert. Am Anfang kommt ja einmal hier wegen Peggy, ne? Ja. Und das habe ich einfach nie bestätigt, aus dem einfachen Grund, weil ich dadurch jetzt quasi machen kann, was ich möchte. Wenn ich versehentlich mal auf Weiter drücke, dann kommt keine Lizenzmusik. Ah. Das ist gut, ja. Wie sieht denn zeittechnisch aus überhaupt? Das ist ein gutes Stichwort. Ja. Ich würde nämlich fast sagen, zeittechnisch sieht es so zeittechnisch aus, dass wir diese Folge schon beenden können. Okay, na dann.
Warte mal, ist meine, ne? Ja, es ist deine. Muss man einmal intervenieren. Ja, also ich würde sagen, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass jetzt die 99 Komma-Folgen kommen. Aber das Ganze hat auch ein Ende und irgendwann kommt dann Folge 100 für alle, die sich darauf freuen. Und bis dahin, ciao. Ciao, ciao.